Punkt Hoffmann. Ein Plagiat? Gnädig, da müsste sicherlich die erstaunliche Ähnlichkeit zu einem anderen Gefäß entgangen sein. Achso, Zeppelin. Die Schäden an der Meteor sind beachtlich. Ich wünschte, wir hätten die Zeit für eine Werft, aber es muss so gehen. Faszinierend. Und diese Druckgerätschaften lassen sich mit den, über diese Druckgerätschaften lässt sich der Inhalt der Gashülle lenken und leiten. Mhm. Logbuch. Die Jungfernfahrt der Meteor läuft gut an. Die Rotoren drängen kräftig. Die Hülle schwebt majestätisch und die Gondel ist nicht ersetzt. Soeben kommt über den phonetischen Verstärker der Ansatzbefehl. Die Meteor kann also gleich im Ernstfall proben. Ich weiß, sie besteht. Ja, toll. Die Kompassnadel bei strikt in eine Richtung. Emma, schütteln! Die scheint zu klemmen! Lassen Sie es gut sein, Herr Leutnant. Diese magnetische Klemmung hat durchaus System. Tja. Kann ich das Ding untersuchen? Nee, schade. Naja. Faszinierend, und leiten. Hören! Was brüllt, gibt, kreischt, es knapp, zeppert, zonk. Der phonetische Verstärker ist noch in einem sehr frühen Stadium. Ah ja, kommst du mal hören! Später. Sie sehen doch, dass ich gerade zu tun habe. Sehen, nehmt ihr dich herum, Stinkerl! Lass ihn, Schatz. Sobald es ruhiger an Bord zugeht, ergibt sich bestimmt die Gelegenheit für ein Gespräch. Schnell, schnell! Zeit drängt! Ist er der Kapitän dieses Schiffes? Luftschiffer. Ganz recht. Ich bin der geheimnisvolle Mann mit der Maske. Besser bekannt als der Luftpirat. Ich gebiete über... Aha! Subjekt vollständig identifiziert! Herr Professor, können Sie übernehmen! Was fällt Ihnen ein, mir in meinen dramatischen Vorstellungsmonolog zu platzen, mein Herr? Einfällige Dienst ist verboten! Führe Ihre Anweisungen durch! Ich habe eine Stunde lang vor dem Kabinenspiegel geprobt und mir nun einfach so meine Rede unterbrechen. Ist alt, Mann. Bringen Sie mich auf der Stelle zum Präsidenten. Ich habe vor, schlimmste Gefahr zu berichten. Und was wird aus meinem Auftritt voll dunkler Theatralik? Nachher! Und nun bringen Sie mich zum Präsidenten von Vulkanien. Das wird nicht nötig sein. Nutzen Sie den phonetischen Verstärker. Dank dieses erstaunlichen Gerätes können wir jederzeit Verbindung zur Botenstation aufnehmen. Was? Sehr bedankt! Und dann erwarte ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und anschließende Ergriffenheit. Ich muss da eben kurz gucken, was es eben war. Keine Ahnung, was es eben war. Naja gut, wir werden da mal den phonetischen Verstärker benutzen. Sprechen Sie, die Verbindung steht. Hallo, Alpon! Mensch, der Magwitz, war ja ein toller Wolkengott. Habe hier unten als verfolgt. Verzeihung, Exzellenz. Ich fürchte, mit ruhig Nachrichten zu haben. Potzblitz. Gehen die Heringe zu Neige. Peng. Wie? Entschuldigen Sie, Herr. Präsident. Vielleicht übernehme ich einen Moment. Five. Kottwitzer hier. Was sagen Sie da, Herr Professor? Dengel. Ja. Wir schweben alles auf eine große Gefahr, Herr Kottwitzer. Wie das? Haben wir nicht soeben eine Messzigarung? Ich mach die Geräusche jetzt nicht mehr. Das wohl, so fürchte ich, wir werden in Kürze um die Früchte betrogen. Maß es zu einer Ungeheuerlichkeit an. Jetzt bin ich aber selber gespannt. Die letzten Worte des Erdgouverneurs sprachen von einem Werk, an dem der große Bürger arbeitet. Ein Werk, dessen Abschluss uns allen die Sklaverei zu bringen droht. Das klingt mir doch sehr nach dem Hoffnungsschäum eines Hochstaplers. Nehmen Sie das etwa ernst, Herr Professor? Tödlich, Herr Kottwitzer. Wir wissen doch nur zu gut um die Macht der Masterianer, sich andere Wesen mittels Lug, Täuschung und ihren Gaukelfähigkeiten mit Gefüge zu machen. Und ich fürchte, genau darauf sind sie nun aus. Die Tentakel haben es erst mit purer Gewalt versucht und sind trotz ihrer Waffen wunderbarerweise gescheitert. Dass die Erde bislang noch nicht den Anwürfen des martianischen Blendwerks ausgesetzt war, kann nur bedeuten, dass die Tentakel ihre Kräfte für einen umfassenden Schlag sammeln, bündeln und konzentrieren. Ich erwarte nichts Geringeres als eine jeden Widerstand niederschmetternde Gedankenattacke. Okay. Wie entsetzlich. Was können wir dagegen tun? Also wie in Alarmstufe 2 dieser Gedankenmanipulator, wie das Ding hieß. Es verhindern. Das ist die einzige Möglichkeit. Unglücklicherweise ließe sich das nur auf Mars selbst bewerkstelligen. Und wo ein Weltengefährt hernehmen? Die Meteor.
Niemand! Zu welchem Zweck meinen Sie wohl, ist dieses herrlich lenkbare Luftschiff wohl konstruiert worden? Das Ding fliegt im Weltall? Ja, erprobt wurde es noch nicht, aber auf dem Papier. Bauen Sie sofort auf, Kapitän Morse. Wir sind noch nicht so weit. Morse, aha. Ach, jetzt haben Sie meinen Namen verraten. Jetzt haben Sie meinen Aufstieg für die Katz. Mr. Kapitän Morse, Ihre Meteor ist die Rettung. Damit sollte es möglich sein, die Wolken statt der Tentakel selbst anzusteuern. Hoho! Für genau so einen Ansatz ist die Meteor auch konzipiert. Aber sie ist noch nicht so weit. Elende Bedenken! Den Gefäß abzustellen, wenn der Tag gerettet wird! Ja, kurz ist das. Sollen alle unsere Minen und Sums gewesen sein. Wir müssen angreifen. Jetzt! Hurra! Das nenne ich ein tapferes Geschnatter. Aber Eure Exzellenz, die Meteor ist stark geschädigt. Selbst wenn es prinzipiell möglich wäre. Na bitte, wäre geklärt. Merkwitz? Nun, wo ist er denn? Steck im Geld, Herr Präsident! Ein Teufelspinguin. Wann meint er losfliegen zu können? Unverzüglich. So schön die unbeherrlichten Masse ankommen, könnten mir die nötigen Reparaturen auch unterwegs geleistet werden. Richtig. Rechne ich ihm hoch an, dass er sich in das pinguinfeindliche Element begeht. Die Übertragung scheint ähnlich besser zu werden. Mann, wenn wir ganz deutlich Stahlbefehle ausgehört haben! Dann auf, Herr Luftschiffer. Bringen Sie uns hinauf zum roten Planeten. Der Luftpirat steigt empor in sein eigentliches Element. Keine Gefahr wird ihn überwältigen. Fliegen Sie einfach los, Herr Kapitän. Theaterfeinde an Bord. Schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Was gut, wir starten umgehend. Aber ich werde Ihre Hilfe benötigen. Der größte Teil der Mannschaft ist mit Reparaturdiensten beschäftigt. Doch ich benötige jemanden, der die Druckgeräte bedient. Was ist zu tun? Druckgeräte. Damit die Meteor sicher durch die verschiedenen Atmosphärenschichten aussteigen kann, muss ständig ein Druckausgleich in ihrer Hülle erfolgen. Sobald eines Geräte beginnt zu dampfen, flüstert es im Anzeigepfeil, um per Enter den Druck zu regulieren. Nicht einmal das ist, wenn wir hier sagen. Langsam Aufstieg starten. Jetzt. Na gut. Okay. Das dürfte jetzt noch nicht so schwer sein. Sag ich doch. Na komm, beweg dich mal kurz, meine Fresse. Immer dieses Langsame. Da ich das Kostümarsch ist wahrscheinlich. Das ist irgendwie sich kein System heraus, ne? Oder auch doch nicht. Das ist doch nur per Zufall. Na gut. Festhalten! Wir durchstoßen das obere Atmosphärendach. Oh. Das war weniger gut. So, Pilot. Die elektromagnetische Kompensator scheint mir noch etwas unausgereift zu sein. Keine Kritik an der einzigartigen Meteor. Sie sind hindurch und das ist das. Und das ist es, was zählt. Das funktioniert. Dieses Schiff verträgt tatsächlich eine Sternreise. Ich habe auch nicht einen Augenblick daran gezweifelt. Es sind nur noch einige unumgängliche Berechnungen nötig, um sich zum Ziel zu navigieren. Steuermann, die Brücke gehört Ihnen. Ich bin in meiner Kajüte. Sobald ich die Reparaturtrupps eingewiesen habe, freue ich mich auf Ihren Besuch. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache doch schon heute Schluss. Meine Stimme ist doch ziemlich im Arsch, muss ich sagen. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play. Wir sind alle auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Dann beim Finale. Auf Wiedersehen.